Hallo und herzlich willkommen beim Bells kleine Hobby-Ecke. Heute gehen wir mal nicht auf ein Buch ein, sondern auf eins meiner Hobbyprojekte. Und zwar für das Spielsystem Necromunda. Ihr seht es da hinten, da steht eine Tasse mit Rensar Weaponry. Die habe ich mir seinerzeit mal gegönnt bei dem Warmer Day 2018. War ein schöner Tag. Da ist Titanicus präsentiert worden. Die soll da neben dem Servoschädel in Zukunft stehen, wenn wir über Necromunda sprechen. Einfach mal so als Gag. Es gibt da andere Leute, die haben Heldentassen. Ich habe halt die. Und heute geht es um eine der Gangs, die ich aus meiner Sicht so wenigstens halbwegs fertig habe. Für Necromunda und zwar meine Enforcer. Warum habe ich die jetzt ausgepackt? Ich habe vor, in Zukunft zu versuchen, die Community in einem gewissen Bereich zusammenzubringen, dass wir wieder mehr spielen oder überhaupt. Corona hat da ziemlich derbe Lücken gerissen. Da geht es dem einen so wie dem anderen. Und auch auf diesem Wege möchte ich die Leute mal ein bisschen ansprechen, sich mit ihren Modellen und dem Hobby wieder ein bisschen auseinanderzusetzen, wenn sie sich zu Hause mehr oder minder eingeschlossen haben. Ob berechtigt, unberechtigt, brauchen wir jetzt nicht drüber streiten. Die eigene Gesundheit hat immer Vorrang. Und natürlich die Gesundheit der Familie, ganz wichtig. Aber wir haben Möglichkeiten und ich plane im Raum Kassel was aufzuziehen. Und dafür mache ich die jetzt fett. Habe auch jetzt den nächsten Spieltermin und ich würde gerne mit Vollbemalt spielen, wie ihr seht. Ja, die ganzen Heavies, in Anführungszeichen, sind noch nicht fertig. Die Standard sind zu 90%. Hier und da ist immer noch eine Farblücke, wo ich noch mal ran muss. Und da werde ich euch gleich mal zeigen, welche Modelle ich zusammenstellen wollte als Gang. Und das ist halt das, was zurzeit auf dem Tisch steht. Also meine Enforcer. Warum die? Ich bin ein Fan der Enforcer. Ich mag Polizei. Ich mag Uniform. Ich mag, wenn es uniform aussieht, wie man auch so schön sagt. Und ich finde den Background cool. Und da war dann das allererste Modell, was ich bemalt habe. Auch für eine Veranstaltung war er hier. Der Standard Enforcer mit seiner schweren Stubgun. Finde auch diese Positur der Hände äußerst spannend, äußerst schön. Wenn man sich das anguckt, wie man das teilweise aus amerikanischen Polizeiserien kennt, ne? Die eine Hand mit der Taschenlampe für dunkle Räume stützt die Hand des Schützen mit der Pistole, um den Raum optimal auszuleuchten. Und das fand ich vom Design her einfach ultra cool. Das war natürlich dann auch der erste, den ich direkt zusammengebaut habe. Auf den müssen jetzt noch die Decals drauf. Und ich habe auch schon gesehen, da unten, na, hier oben an der Hand, da muss ich nochmal mit Farbe ran. Muss noch nachgebessert werden. Aber ich gehe mal davon aus, das ist ein Sinn, immer noch ein schönes Bild. Und die Bases habe ich versucht in einer Art. Na, kriegen wir das vom Licht her schön hin? Ja, besser wird es wohl nicht. Eine Art Rostlook zu bemalen. Hat auch ein bisschen Struktur. Damit das dann also auch wirklich nach diesen gammeligen alten Gängen aussieht, wo ja Necromunda sich hauptsächlich abspielt. Also der Standardjunge. In die Gang rein werden rutschen. Der Scharfschütze. Lange Waffen, lange Reichweite. Eingezielter Schuss, bring ihn down. Das ist für mich so typisch Polizei aus dem Hinter, was heißt aus dem Hinterhalt, aus einer geschützten Position heraus, Ziel aufnehmen, ausschalten. Denke, das passt ganz gut. Also die Modelle, die ich nehme, lasse ich jetzt hier vorne mal auf dieser Box stehen. Die restlichen räume ich dann nach und nach weg. Der Doppelpistolenschütze ist einfach nur ein Gag. Spieltechnisch ist der natürlich mit einer der günstigsten Modelle. Die genauen Kreditzahlen habe ich jetzt leider nicht zur Hand.
Können wir uns aber gerne nochmal drüber unterhalten, wenn euch das interessiert. Der ist für mich so ein Lückenbüßer, ne? Also wenn man wirklich noch ein paar Credits übrig hat, dass man noch einen sechsten, siebten Mann mitnehmen kann, weil die Jungs sind wirklich sehr kostenintensiv. Der Standardschütze mit Bolter. Für mich einfach Verlässlichkeit, ne? Der Bolter ist für mich eine der stabilsten Waffen im Einsatz. Geht auf jeden Fall einer mit, ne? Da haben wir dann hier noch seinen Counterpart, den zweiten, den brauchen wir nicht. Der kommt an die Seite. Eine Shotgun, die ist immer cool. Jetzt haben die natürlich nicht die Munitionsvielfalt wie die Abitus seinerzeit, also haben aber immer noch zwei verschiedene Munitionstypen, Dumm-Dumm-Geschosse, also die dann beim Aufprall mehr Schaden verursachen, Solid Shells, ob es auch Heatseeker-Munition gibt, also Zielsuchmunition, das weiß ich jetzt aus dem Kopf gerade nicht. Würde aber auch eher zu den Abitus passen, wie zu den Enforcern, weil die Abitus halt technologisch ein bisschen besser dastehen. Jo, dementsprechend haben wir jetzt dann hier drei Standard. Ah ja, hier hätten wir dann nochmal den Pistolenschützen in kniend. Finde ich auch schön. Ach ja, kann man es erkennen? Das Unterarmdisplay. Hier über meinen Zeigefinger. Das sind so Kleinigkeiten, die finde ich immer ganz cool. Oder auch die Lampen hier oben in den Schultern, in den Schulterschützern. Das hier wäre mein normaler Enforcer-Captain gewesen, bevor die Dicken kamen, die Subjugatoren. Ist jetzt natürlich disqualifiziert, hat den Helm aber natürlich mit dabei. Braucht man ja mit seiner Spezialwaffe. Ein dritter Pistolenschütze. Wie gesagt, günstige Kräfte kann man nie genug haben. Immer natürlich wunderbar mit Handschellen. Noch ein zweiter mit Shotgun. Jetzt kommen wir zu den Dicken. Die Dicken sind was Besonderes. Denn zu jedem von denen gehört noch ein Schild. Die Subjugatoren sind, ich nenne sie mal, die Linienbrecher. Kann man wunderbar anstecken kurz. Die hinter diesen Stahlschilden dann vorrücken oder Adamantium, was auch immer die verwenden. Und dann das Ziel aufnehmen. Das hier ist tatsächlich mehr oder minder eine Standardwaffe, das ist ein Granatwerfer. Davon geht einer mit, und zwar er. Der Subjugator-Captain, wie man sieht, da bin ich noch lange nicht fertig mit der Bemalung, da gibt es noch einiges zu tun. Der wird dann nachher den gesamten Trupp anführen. Ihr seht, hier ist die Aufnahme für das Schild. Die halten auch so schon ganz gut. Klack. Mal kurz angedrückt, da ist er. Ach, der hat nun die normale Pistole. Das heißt, der ist dann auch raus. Da habe ich mich vertan. Der hier hätte noch so einen Granatwerfer. No. Dann geht er mit. So, Schild angesteckt. Ihn dazugestellt. Na, bleib stehen. Jetzt brauchen wir natürlich auch ein bisschen Nahkampfsupport. Ne? Ich meine, wo einer mit einem Granatwerfer reinschießt, da kann der nächste ja mit der Keule reingehen und rundherum kloppen. Das heißt, der geht mit. Und klick. Als Highlight wäre natürlich noch er hier mit dabei. Mit der Concussion Ram, also der ist eher dazu gedacht, um Türen zu zerschmettern. Werde ich aber nicht mitnehmen, weil er halt punktemäßig mit dieser Waffe einfach zu teuer für mich ist, aus meiner Sicht. Dementsprechend auch, ich habe noch ein Schild übrig. Kommt er mit dem Schild an die Seite. Und dann hätten wir noch einen weiteren Granatwerfer. Upsala, bleib hier, mein Freund. Hätten wir noch einen weiteren Soldaten. Ich denke, ich muss noch mal einen zusammen. Und ich habe zum Glück noch so einen Bausatz. Auch hier Schild dran. Und fertig. Das wäre das Team. Sechs Mann.
Circa 960 Credits. Ihr könnt auf Jacktribe eure Listen zusammensetzen und dort auch speichern. Könnt euch dort auch Listen anderer Spieler angucken, auch aus Kampagnengruppen. Empfehle ich euch, wenn ihr mal schauen wollt, wie andere Leute ihre Gangs aufbauen. Sehr, sehr lehrreich, kann man viel mitnehmen. Jetzt ist die Frage, was kommt da irgendwann danach? Ich meine, für die Jungs, das Feld ist zu. Da gibt es auch nicht sehr viel, was man mit Sondercharakteren machen kann. Aber einen gibt es noch und den werde ich nächste Woche, werde ich jetzt die nächsten Tage zusammenbauen. Das ist sie. Die ist bis jetzt noch in keinem Buch aufgetaucht. Ich freue mich auf den Zusammenbau. Ich habe mir die Teile schon mal angeschaut. Das kann man ja hier hinten wunderbar machen in der Box. Man hat die Auswahl zwischen zwei Köpfen, sieht man ja auch vorne auf dem Cover. Ich würde gern den mit Maske machen, weil ich finde, das macht die, soll man das sagen, bringt eine größere Distanz rein. Die werden unnahbarer, da gesichtslos. Und die Sache mit dem Robohund finde ich genial. Ja. Und sollte man sie halt eben mit dem normalen Kopf zusammensetzen, gibt es die Möglichkeit über Zubehörteile, die Maske, dass sie die am Gürtel trägt. Auch ein spannendes Ersatzteil, das würde ich mir nochmal aufheben. Vielleicht kann man da nochmal was mitmachen. Und wie gesagt, ich kenne ihre Profilwerte noch nicht, sie ist noch komplett eingepackt. Wenn ich sie fertig bemalt habe, dann werde ich mich gerne mal darüber auslassen. Das ist also auf jeden Fall eine der nächsten Miniaturen, die ich mir vornehmen werde. Da kommt aber noch mehr. Ich habe mal meinen Fundus ein bisschen geplündert und habe mal geguckt, was da alles noch so rumliegt, was dringend gebaut werden muss. Und ich habe jetzt das Glück, ich habe mal ein paar Tage Zeit. Da reden wir noch lange nicht vom Bemalen. Da werden wir mal ganz kurz zu den allgemeinen Nebenfiguren übergehen. Da hätten wir noch den Rogue Dog und den Gang Lookout. Auch die habe ich mir mal gegönnt. Ja, auch diese müssen dringend bearbeitet werden. Ne? Noch alles wunderbar im Blister. Ganz wichtiger Hinweis, für diejenigen, die vielleicht noch nie Forgeworld-Modelle zusammengebaut haben: Wascht die Teile vorher ordentlich mit einer warmen Seifenlauge ab. Bürstet die mit einer alten Zahnbürste ab. Und dann im späteren Verlauf nochmal mit Klarwasser abspülen, wenn sich jetzt was verzogen hat, mit dem Föhn leicht warm machen. Und dann kann man das auch alles gerade biegen. Buchstäblich. Wo wir gerade bei dem Thema Cador sind, da kommen wir jetzt nämlich gleich hin. Als das Cador-Buch rauskam, kamen natürlich auch die Redemptionisten. Die Zeloten, die mit Feuer und Flamme Necromunda reinigen wollen, die müssen auch noch komplett gebaut werden. Also ich hab mich da noch nicht mit auseinandergesetzt, freue mich allerdings auch auf die Modelle und die würde ich da mit den alten Zinn-Modellen mal vergleichen. Da habe ich nämlich noch welche. Da kann ich euch also auch nochmal ein Video zu liefern. Und nein, bevor einer fragt, so gut, dass ich Flammen malen kann, das habe ich bis jetzt noch nie gemacht. Das wäre dann bei den Modellen eine Premiere, würde ich mich auch drauf einlassen. Werde ich mir aber von dem einen oder anderen Malerfreund nochmal einen Tipp holen, wie man da am besten vorgeht. Zu den Cador-Sachen gehören natürlich noch, ich finde die witzig, die Bomb Delivery Rats. Auch diese werden dann noch gebaut. Und dann ein exklusiver Charakter, den es für die gegeben hat. Was heißt exklusiv? Also auch ein Söldnermodell Rattus Tatterskin. Auch ein ziemlich durchgeknallter Typ, der wohl mit Ratten sprechen kann. Naja, das also nur zum Thema Cador. Ich schläge den Karton mal nach da hinten. Dann haben wir aber noch ein paar Sachen. Und zwar habe ich vor längerem aus diesem Blister den Ammo Jack hier zusammengebaut. Und dann gibt es noch den Dome Runner. Der Dome Runner, da wollten die Teile nicht so ganz halten. Irgendwas hat da nicht gepasst. Muss ich mir nochmal vornehmen. Das wird eine ziemliche Fummelei. Da freue ich mich weniger drauf. Aber es muss nun mal erledigt werden. Dann haben wir noch. Hierfür muss ich mich nochmal bei Nova Marine bedanken. Der hat mir den geschenkt gehabt seinerzeit, als er rauskam. Nochmal vielen, vielen lieben Dank dafür.
Dr. Arachnos, der kam, glaube ich, in einem der letzten Bücher. Muss ich mir nochmal anschauen. Wir gehen ja die restlichen, also die sechs Fraktionsbücher noch durch zu den jeweiligen großen Häusern, wo der drinne war. Aber er passt natürlich zur Zeit, zur aktuellen Situation leider Gottes sehr gut ins Thema. Ja, und dann hätten wir noch für die Escher die Pyrkets. Also irgendwelche wilden Exo-Monster, die nach Necromunda geschmuggelt worden sind und dort Unsinn treiben. Da freue ich mich auch schon drauf. Habe ich nämlich gar keine Vorstellung, wie die auch nachher zusammengebaut wirken. Klar, man sieht die Bilder, aber es ist immer so, man muss ein Modell, das ist meine persönliche Meinung, immer noch mal in die Hand genommen haben, um eine wirkliche Vorstellung davon zu bekommen, wie wuchtig sind die, wie groß sind die, wie gewalttätig wirken die. Also passt das überhaupt alles so, wie man das erzählt bekommt. Dann haben wir noch für den Lack. Das war die letzte Box, die neu erschienen ist. Die Nachtghoul, Psygeist und Piscean Spectre. Wenn ich mich recht entsinne, ist auch das hier was Extraterrestrisches. Ich muss mich mit dem Delac-Buch nochmal auseinandersetzen. Das war das vorletzte. Werde ich auch für euch gerne nochmal tun. Sorry. Und wie gesagt, ich habe keine Vorstellung. Ich bin da echt neugierig, wie das nachher wird, wenn es zusammengebaut ist. Finde aber, die Delac sind jetzt nicht unbedingt meine Kerngang. Meine Kerngang ist die Ven sind die Venzar. Und da kommen wir jetzt auch gleich hin. Allerdings noch so ein, zwei Kleinigkeiten. Es gibt noch ein Charaktermodell, welches ich jetzt spaßeshalber zusammenbau gebaut habe. Und welches jetzt demnächst auch bemalt wird. Auch im Hinblick auf darauf, dass der Marktplatz bald kommt. Also dafür brauche ich auch den Rogue Dog, der in dem einen Blister drin ist. Der Halblingkoch. Jetzt mal ganz ehrlich, also wenn wir schon in die Unterwelt gehen, dann aber nur mit gefülltem Magen, ne? Und da freue ich mich wirklich drauf. Ne? Da hätten wir dann also auch den Schleifdampf von der Nacht und Stiefel drin ist. Ich würde mal rotzfrech behaupten, das ist der, der ihm fehlt, ne? Der kommt dann hier auf die Kochstelle. Und wenn man den Tentakel nicht dran gebaut hat, dann könnte man den Deckel hier noch drauflegen. Das funktioniert jetzt nicht mehr. Ne, auch nur noch so halb. Und dann kommt er ja nicht mehr an die Feuerstelle. Ne? Also wie gesagt, das ist so ein Modell. Da freue ich mich drauf. Das ist mal was völlig anderes. Das bringt ein bisschen Leben in die Bude. Den stelle ich mal hier zu den Enforcer. Dann kommen wir zu ein paar Modellen, die wo ich dachte, das wäre vielleicht eine gute Idee, wenn man sich sowas mal macht. Beziehungsweise Modelle anpasst für das, wofür man sie braucht. So, das ein oder andere Modell kennt ihr mit Sicherheit. Das wäre hier einmal der Doc von den Ginsler Cult. Da habe ich die Ginsler-Symbole entfernt. Das waren nur ein oder zwei kleine. Das ging recht gut. Der ist für mich auch als Rogue-Doc hier unterwegs. Da war nämlich nur weder von dem einen noch von dem anderen, also weder von Dr. Arachnos noch von dem anderen Modell lange weg die Rede. Da gab es nur Regeln. Da dachte ich mir, da hat man sowas Schönes, der macht doch Sinn, ne? Und klar, das Backpack ist noch nicht fertig bemalt und noch nicht 100%. Aber ich denke, den, die Base noch fertig gemacht, dann kann man den aufs Feld stellen. Da habe ich quasi die Farbpalette einfach neben mich gestellt und habe nach und nach einfach rausgenommen, 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 rausgenommen. Der Gute hier ist eigentlich der Pilot eines Arvus-Leiters, eines Aquila-Landers, Verzeihung, und zwar den aus der dritten Edition Starterbox, kam von Macridge. Der war dort drinne und sollte diese Kiste in Sicherheit bringen. Der wird dann auch in ein paar Szenarios benutzt und danach wirft der geneigte Space Marine Spieler den weg. Weil er braucht ihn dann nicht mehr. Ich hatte ihn noch in der Kiste liegen, dachte mir, cool, schönes Modell. Der wäre doch was für Necromunda, den kannst du mit Sicherheit mit den Cops irgendwie kombinieren. Da geht mir die Idee des Versorgers, des Lageristen, des Ammo-Jacks durch den Kopf, irgendwie sowas in der Richtung, dass der also für die weiterarbeitet. Dann auch wieder eins der
Modelle von den Gintler Cults. Da war auch von den Dome Runner noch nichts zu hören. Das sollen halt eben schnelle, bewegliche Aufklärer sein. Ich fand das Modell vom Design her dafür äußerst ansprechend. Also dieses Geduckte in Bewegung und der Mantel so vom Wind erfasst oder aus der Drehung heraus geweht, wie auch immer. Und da man ja weiß, dass der Ginsler halt ja sich auf Necromunda auch wirklich versucht zu verbergen, dachte ich mir, dann kannst du ihm auch die Klinge lassen. Und verpasst ihm halt eben so das ein oder andere Teil aus deiner Sammlung. Und irgendwo steht er jetzt mit einer Autopistole bewaffnet, also muss ein Pistolenhalfter her. Und da hatte ich irgendwie aus einem Blood Angel Gussrahmen noch einen übrig. Ich finde, das ist eine schicke Idee. Ist ein bisschen verwirrend, kommt keiner so schnell drauf. Kann man so lassen. Und jetzt der aus meiner Sicht bis jetzt stärkste Umbau, den ich gemacht habe. Das hier war ein Blood Bowl-Spieler. Und zwar gibt es in einem Szenario einen Attentäter, der auftritt, der mit Boltpistolen bewaffnet ist und mit einer Shotgun. Und der dann wohl sehr unkontrollierbar gespielt wird. Also den kann keiner der Spieler wirklich gezielt einsetzen, sondern der wird nach einem Zufallsmuster aktiviert und dann dementsprechend dreht er frei. Ein Space Marine Kopf mit Atemmaske, dachte ich, passt da ganz gut. Die Hände abgeschnitten, die Boltpistolen angesetzt, den Kleinkram, Gussrahmen, Kleinkramkiste, also die Bitsbox geplündert, da war irgendwo noch so eine Feldflasche. Dann für die Shotgun Munition, braucht man immer. Dolch, Munitionstaschen, Seil und natürlich die Shotgun an sich. Die stammt, wenn ich mich recht entsinne, aus einem Gussrahmen für die Scout-Biker der Space Marines. Die haben die Shotguns nämlich in einer Munitionstasche, in so einer Waffentasche, an der Waffe, nicht an der Waffe, am Moped, ne? An ihrem Bike. Und ich denke, da ist mir ein kleiner, simpler Umbau gelungen, der da wirklich gut was hermacht. Aber ich muss sagen, das ist keine eigene Idee. Das habe ich von Pinterest. Ich bin da nämlich äußerst unkreativ und bin dann auf solche Quellen nahezu angewiesen. Bin ich ehrlich. Ich kann sowas einfach nicht. Ich brauche Vorlagen. Gut. Kommen wir zu meiner Kerngang. Wie bereits angedeutet, ist das Vansar. Ihr seht, der Tisch ist jetzt schon wahnsinnig voll. Fangen wir einfach mit dem Leader an. Ich habe mir da zwei verschiedene zusammengebaut, wo ich mir jetzt noch nicht so ganz sicher bin, welchen von beiden ich als Anführer spielen möchte. Was ja auch erstmal vollkommen unerheblich ist. Das Wichtigste ist der Zusammenbau und dass man damit auch ein bisschen Spaß hatte. Da hätten wir einmal ihn. Mit einer Kombiwaffe und einer Energieklaue. Dieser Sandlook kommt daher, dass ich ein unheimlicher Fan des alten Dune-Films bin. Den aktuellen habe ich noch nicht gesehen. Plane ich aber noch. Also jetzt demnächst. Und ich wollte, dass das alles ein bisschen dreckig und verwittert aussieht. Also da muss ich sagen, sind die Kontrastfarben wirklich gut. Man bekommt damit schon ein brauchbares Ergebnis. Man muss neu halt gründlich arbeiten. Also hier haben wir eine Pla oh, sogar eine Dreierkombination. Ne, Zweier Plasma und die Laserpistole und die Energieklaue. Oder er hier mit Melter und Laserpistole. An der Hüfte noch ein bisschen Ausrüstung und ausgerüstet mit einem Energieschild. Ja, das kommt dann später hier an die Hand. Quasi, Moment, ein bisschen zurechtdrücken. Nur ganz kurz mal weg vom Bild. So. Das hält jetzt leider nicht so gut wie bei den Enforcern. Das muss ich mit dem Daumen ein bisschen festhalten. Ich denke, da bekommt ihr einen groben Eindruck, wo da die Reise hingeht. Ich habe insgesamt fünf Modelle, wo dann die Schilde rauskommen, also wo diese Schilde angebaut werden. Einmal ihn und dann noch vier andere kleinere Modelle. Also wie gesagt, einer von den beiden wird's, wenn ich mit der Gang losziehe. Ich weiß nur noch nicht welcher. Das wird jetzt hier auch ein bisschen voll. Dann haben wir
Na, Heavies sind immer was Tolles. Dann machen wir auch mit Heavies weiter. Die schweren Waffen. Upsala, komm her. Einmal der Radiumwerfer, der ja typisch ist für die Vensa. Auch aus vollem Lauf. So ist gut. Ne? Ich wollte mit dem Kupfer-Goldfarben dann so ein bisschen die Spulen oder Spezialteile an der Waffe darstellen. Wollte aber auch nicht zu viel Pling-Pling, weil das für mich absolut keinen Sinn macht bei einer Gang. Dann hätten wir hier natürlich die Plasmakanone. Die darf nicht fehlen. Oh, da sehe ich gerade, habe ich die Hand nicht ausbemalt von innen. Nochmal ganz kurz. Ja, tatsächlich muss ich nochmal ran. Ja. Aber der Rest sieht schon mal ganz brauchbar aus. Irgendwas ist ja immer. Irgendwas wird immer übersehen. Hier seht ihr das auch besser mit den Bases, worauf ich hinaus wollte. Diesen Gammel-Effekt. Rost und Bäh. Dann haben wir hier den schweren Melter. Und das war's. Tatsächlich gibt es aber auch noch eine Laserkanone als Waffe. Also in der Waffenliste. In dem Zubehörpack, was GW jetzt gerade rausgebracht hat, ist das noch nicht mit drin. Da werden wir uns dann wohl irgendwann mal auf die Box stürzen, wo dann die kleinen Spinnenköpfe drin sind. Die fehlen noch, die Kreaturen. Da soll dann wohl die Laserkanone drin sein. So, soweit die schweren Waffen. Nach schweren Waffen kommen, von der Reihenfolge her, zwei Handwaffen. Ich nenne sie jetzt einfach mal so. Da haben wir ein bisschen mehr. Da haben wir einen da haben wir Flammenwerfer, Laser, Gewehre ohne Ende, der Impulslaser, die haben so eine Art Scatterwaffe. Dann auch nochmal diesen Radiumwerfer. Ich sammle nur gerade erstmal die Figuren zusammen, weil es sind schon ein paar. Und auch da habe ich einmal quer durch die Bank weg alles zusammengebaut, was mir in die Finger gefallen ist. Moment, ich muss nochmal gucken. Ich glaube, jetzt habe ich sie alle. Also nicht der Reihe nach, aber kann ich die Modelle halt zumindest präsentieren. So, Moment, ich prüfe nochmal. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, die bleiben. Fangen wir mit dem normalen, mit dem Scatterlaser an. No. Ich mag von den Vansar überhaupt auch dieses Waffendesign. Das erinnert mich so an das fünfte Element. An diese Kombiwaffen, die man diesen Söldnern da waren es, glaube ich, verkauft hat. Hier hätten wir dann nochmal so einen. Der hat halt eben dieses Schild jetzt in zusammengeklappt am Arm. Und eine Sache muss ich sagen, was ihr hier jetzt auch an Waffen findet, stammt erstmal nicht nur aus dem Grundrahmen. Hier wäre dann dieser komische Impuls. Ne, dieser Radiumwerfer ist das, glaube ich. Ne, die Gravity Gun. Die haben nämlich auch Gravity Guns. Sondern das sind hauptsächlich dann Forge-World-Waffen. Dann hätten wir hier nämlich einen mit einer Nahkampfwaffe. Die gab es so im Grundkursrahmen nicht. Und den Radiumwerfer als Gewehr. Dann haben wir hier einen Flammenwerfer. Auch der war eine Forgeworld-Waffe. Ein Melter kann man immer gebrauchen. Mit Knüppel für den Nahkampf. Aber wenn an einem Melterschützen jemand in den Nahkampf rankommt, dann hat der Melterschütze was falsch gemacht. Dasselbe dann hier nochmal bei dem Plasmawerfer. Auch der mit einer Nahkampfwaffe ausgerüstet. Und dann haben wir hier noch eins. Na, nochmal einen mit einem Impulslaser. Und dann nochmal. Zwei normale Gewehrschützen, Lasergewehrschützen.
kann man natürlich sagen, was für ein Blödsinn, so viele gleiche Waffen auch zusammenzubauen. Aber für mich war das einfach mal alles wegbasteln, was es an Waffenvarianten gibt. Ich hatte da einfach Bock drauf und habe mir gesagt, ich möchte gerne für meine Gangs alle Varianten auch wirklich haben, dass ich durchtauschen kann, dass ich da flexibel bin und nicht erst mit den Figuren anfange, wenn ich sie brauche. Das ist dann zu spät. Denn wir spielen ja immer noch ein bisschen nach der Regel, what you see is what you get. Dann hätten wir noch die, ich nenne sie jetzt einfach mal Kids. Heißen ja Juves oder Neotechs. Je nach Fraktion haben die Kids oder die Juves ja auch andere Namen. Was ich hier versucht habe, war, sie mit Pistolen auszustatten, um den Mobilitätsgedanken dabei zu behalten. Es gibt nur zwei rennende Grundmodelle von den Wansar. Das ist einmal ein Mann und einmal eine Frau. Das sind übrigens auch bis dahin die einzig weiblichen Modelle der Wansar. Ne? Alle anderen haben einen männlichen Oberkörper und ich habe das auch beim Zusammenbau ausprobiert. Man kann die Oberkörper nicht tauschen. Dass man also einen weiblichen Oberkörper auf andere Beine setzt, das funktioniert nicht. Das geht aufgrund der Struktur der Brustplatte, weil das geht nämlich bis zwischen die Beine, hätte ich fast gesagt, mit diesem Strukt, mit diesem, falls ihr das hier sehen könnt, mit dieser Riffelung, was so ein bisschen nach Wirbelsäule aussieht. Und die Beine umschneiden, das ist ein Riesenaufwand, das wollte ich mir nicht geben. So, der ist mit einem Impulslaser klein und einer Laserpistole ausgerüstet. Und da hätten wir hier dann mit zwei Laserpistolen die gute Frau. Gut, wieder zwei weg. Dann dachte ich mir, ach komm, was soll's, was kostet die Welt? Machst du mal einen mit zwei Plasmapistolen? Wird man so nie spielen, um Gottes Willen. Ich dachte aber mal, es wäre ein Gag, sowas mal zusammengebaut zu haben. Na, dann auch hier die Maske an der Hüfte aufgesetzt, na, immer dabei. Dann nochmal mit Impulslaser und Laserpistole, weil das einfach mit einer der günstigsten Waffenkombinationen ist. Gerade für einen Juve. Wenn die aufleveln, dann werden die einfach mit einem durch eines der anderen Modelle ersetzt. Ja, und dann nochmal einen, der ein bisschen auf Nahkampf ausgerüstet ist. Da muss ich, das sehe ich gerade, habe ich die als Messer noch nicht fertig bemalt. Und dazu dann eine Flammenpistole. No? Ich denke, das ist eine vernünftige Kombination. Da kann man mit arbeiten. Man stürmt nach vorn, einmal reingeflammt. Und dann wird das Messer ausgepackt, Heidewitzka. Jetzt ist es so, denen fehlt noch ein bisschen was. Sie haben keine Nahkämpfer. Also kein, sie sind nicht sehr nahkampfstark. Das ist eigentlich so die richtigere Bezeichnung. Also muss man ihnen helfen. Das ist ein Armbot. Der könnte noch ein bisschen Punch reinbringen, wenn man sagt, okay, ich stehe auf dicke Klöpse. Und die andere Variante ist ein Ogryn Servitor. Der wird noch zugelegt. Der wird noch seinen Weg finden. Ach ja, ich habe auch wirklich versucht, ihn von der Bemalung her so nah wie möglich an den Wensar zu halten, dass man das also wirklich auch zu ihm gehört, dass man sieht, die haben den umlackiert oder ähnliches. Was ich nochmal machen muss, irgendwo suche ich mir noch ein Feld aus an dem Modell, da kommt dann nochmal eine Serialnummer drauf oder so. Auch wenn das hier keine Absicht war mit diesem Fleck, das ist mir einfach verwaschen, die Farbe. Finde ich aber als Witterungseffekt gar nicht mal so schlecht an dem Modell, weil es so aussieht, als hätte er, was weiß ich, vielleicht auch irgendwo mal ein paar Jahre in der Ecke gestanden, bevor die den repariert haben, eingeschaltet haben, was auch immer. Ne? Finde ich ganz schick so. Mir gefällt's. So, wie gesagt, den Ogryn müsste man sich noch holen. Dann fehlt auch noch der Arachno Spiderwick. Das ist dann ein schwerer Kampfanzug. Wenn ihr euch so ein bisschen an Alien erinnert, an Alien 2, da ist ja die gute Sigourney Weaver zum Schluss in so einen Kampfanzug reingeklettert, in so einen Servoroboter reingeklettert, um die Alien Queen zu jagen. So ungefähr könnt ihr euch das auch vorstellen. Oder eher wie Doc Ock. Also eine Kreuzung aus diesem Lader und Dr. Octopus von Spider-Man.
Ich werde euch das Ding verlinken. Das ist nämlich vorangekündigt. Genauso wie der letzte Specialist mit schwerer Waffe, mit der Laserkanone und diesen kleinen Roboterschädeln, der auch sehr typisch ist für die Vansar. Da kommt nämlich auch deren Clan-Logo mehr oder minder her. Oder besser gesagt, die sehen aus wie das Clan-Logo. Ich nehme dazu jetzt nochmal die Tasse. Und zwar dieser Skelettschädel, Spinnenschädel mit den Beinen. Ne? So, was macht sie jetzt noch einzigartig? Da ist ja nicht viel. Außer dass sie Energiewaffen haben und haben keine Nahkämpfer. Es gibt noch spezielle Veteranen, die heißen Artificer oder Artifizierer. Diese haben sich selber ihre Rüstung auch schon modifiziert, haben sich teilweise einen dritten Arm gebastelt oder eine Waffe, die dann separat ausgelöst wird. Das wären so zwei Herren. Auch die sind noch nicht bemalt. Asche auf mein Haupt, da gibt es genug zu tun. Sehr schöne Modelle. Für den Zusammenbau muss ich sagen, Hossa, hatte ich so nicht erwartet, dass sie so komplex sind, diese Modelle. Das hier wäre die kostengünstigere Variante, einfach mit einem dritten Arm, wovon dann zwei auf Nahkampf ausgelegt sind. Das heißt, er könnte auch mal was bewegen. Deswegen macht er dann auch die Flammenpistole durchaus, ja, eine Plasmapistole vielleicht auch ein bisschen Sinn. Also die Plasmapistole müssen einfach sein. Und dann der etwas schwerer gerüstete mit einer Radiumwaffe. Verzichte dafür auf einen weiteren Arm. Jetzt ist es so, das hier sind mit die Veteranen, also erfahrene Krieger. Weil erfahrene Krieger sind Noobs nicht weit. Da gibt es die Neotechs. Die Neotechs sind auf einer Art Bodengleiter oder fliegendem Surfbrett unterwegs mit entsprechenden Antigravitationsmotoren ausgerüstet. Das wäre dann so einer. Da muss die Base noch drunter geklebt werden. Habe ich bewusst noch nicht gemacht, weil ich ja die Baseplatte auch noch bemalen will. Sollte man auch machen, weil die stehen auf so einem Plastikständer. Und dieser durchsichtige Plastikständer ist auf der Base. Also wird die Base zuerst bemalt, dann kommt der Plastikständer drauf. Und dann hier hinten an dieser Rolle hier unten, wo mein Daumen gerade ist, da werden die dann festgemacht. Das sind Kids, die sind dann nur mit einer Pistole bewaffnet und haben dann hier wieder so einen Handschuh, wo dann ein Schild drauf kommt. Das will ich jetzt mal ganz kurz mit dem einen Schild nochmal demonstrieren. Das ist dann stellvertretend für alle. Dann wäre der oder die quasi so unterwegs. Ne? Die Schilde in der entsprechenden Anzahl habe ich auch. Habe mehr als genug von den Dingern. Ne? Und davon haben wir vier Stück. Das hier ist die Laserpistole. Auch mit einer Laserpistole ausgerüstet. Da hätte man natürlich durchaus ein bisschen mehr Varianz reinbringen können. Dito, da war ich ein bisschen faul. Ach nee, ging gar nicht anders, weil die Waffe ist direkt am Unterarm gewesen. Jetzt sehe ich es erst. Und dann haben wir noch einen. Hier ist der vierte. Also wir haben wenigstens zwei unterschiedliche Piloten mit jeweils für ihren Körper zwei unterschiedlichen Köpfen. Das heißt, ich habe hier vier verschiedene Persönlichkeiten. Ich halte das nur mal ganz kurz in die Kamera. Und das ist meine Vansar-Gang bis jetzt. Da fehlt, wie gesagt, noch der Arachnorik. Das ist beide Arachnorik. Und die Köpfe und die letzte schwere Waffe. Dann wäre die Gang vollzählig. Und meine Absicht wäre es, diese dann im Januar auf andere Spieler loszulassen, um die damit zu bespaßen. Wer hätte dann überhaupt Lust auf sowas hier aus dem Kasseler Raum? Gebt mir mal Bescheid. Würde mich wirklich wahnsinnig interessieren. Soweit bis hierhin. Ihr seht, ich habe noch viel vor. Hoffe auch die Zeit dafür zu finden. Und damit würde ich das Video hier schließen. Überlasse euch euren Gedanken. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr von der ganzen Sache haltet. Passt auf euch auf. Eine schöne Zeit und wir sehen und hören uns wieder. Ciao.